Kultur ins Grundgesetz? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Neben diesen fehlenden praktischen Angeboten, was den Schülern wirklich mal den Weg öffnen kann zu Kunst und Kultur, zu kulturellen Veranstaltungen, ist das, was ich mal ganz groß unter Jugendkultur, unter Begegnungskultur beschreiben möchte, das hat den Schülern so enorm gefehlt. Das heißt, es ist ein unglaublicher Vereinsamungsprozess gewesen und das ist, ja, hat auch wirklich Spuren hinterlassen. Das ist eigentlich das, was das am meisten fehlt, der Austausch untereinander und das Erleben von Gesellschaft, das Erleben von Miteinander. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man auf diese Kulturinitiative zu sprechen kommt, der jetzt bei den Schülern am prägnantesten ist. Also ich habe natürlich diese Initiative auch unterstützt, auch mit meiner Unterschrift. Also ich eher einen Entwicklungspotenzial auch Richtung Grundgesetz, dass sowas auch mehr Einzug nimmt in die Bildung. Also wenn Jugendliche die Chance haben, das passiv aufzunehmen, aber eben auch aktiv ausleben können. Wenn das ein bisschen mehr institutionalisiert werden könnte, das wäre, glaube ich, der Traum. Solange ihr nicht im Grundgesetz verankert seid, werdet ihr auch nicht als Pflichtaufgabe wahrgenommen. Also es gibt drei Forderungen, die wir sozusagen konkretisiert haben. Die erste und allerwichtigste Forderung ist die Forderung, Kunst und Kultur als Grundrecht ins Grundgesetz aufzunehmen und zu verankern. Der zweite Punkt ist die uneingeschränkte Teilhabe eines jeden Menschen, unabhängig vom Geldbeutel, an der Kultur teilzunehmen. Und der dritte Punkt bezieht sich natürlich jetzt mit Blick auf die Corona-Krise und auf die Pandemie, die wir hatten, bezieht sich vor allem auf die solo-selbstständigen Künstler, dass gesetzliche Regelwerke entworfen werden und geschaffen werden, dass Künstler nicht mehr in unverschuldete Dienstausfälle geraten. Artikel 5 Absatz 3 gibt es eine Verankerung, die heißt die Freiheit der Kunst und der Kultur. Das reicht aber nicht aus, weil die Kunst und die Kultur ist nur so lange frei, solange sie sich nicht in wirtschaftlicher Abhängigkeit befinden. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, die aber ganz Deutschland betrifft, nicht nur Berlin. Wir haben gerade mal, eigentlich ist es schon ganz toll, 33.000 Unterschriften gesammelt. Wir brauchen aber fürs Quorum 50.000. Okay. Das heißt, da liegt noch ein Stückchen Weg vor uns, aber wir haben auch eine ganze Menge schon geschafft. Was ich mir wünsche, ist, dass die Politik sich mit der Kultur etwas mehr zusammensetzt. Schlimm genug, dass man Förderanträge dafür stellen muss, dass Schüler an einem Theatertag oder an einem Museumsbesuch oder teilnehmen müssen. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch was ganz, ganz Entscheidendes sagen. Bitte. Kunst und Kultur beginnt in der Schule. Genau da beginnt es. Ja. Wenn Fächer wie Musik abgewählt werden können, dann läuft da was nicht richtig, weil Kunst und Kultur sind ein Bereich der Bildung. Und dafür stehen wir und kämpfen wir, dass das in die Köpfe der Politiker langsam einsickert und verstanden wird. Es geht auch um unser Publikum. Das allerwichtigste Argument ist aus meiner Sicht, Kultur, Kunst und Kultur verbindet Menschen miteinander. Kunst und Kultur sind Spiegel unserer Gesellschaft. Und was der letzte wichtige Grund ist, warum wir das alles so durchziehen müssen bis zum bitteren Ende, ist etwas, und das ist während der Pandemie eigentlich entstanden, das ist noch was Neues, diese Verrohung der Gesellschaft. Ja. Da leistet Kunst und Kultur einen ganz, ganz entscheidenden Beitrag. Nämlich Kunst und Kultur, was ich schon gesagt habe, verbindet, es lässt die Menschen gemeinsam empathisch sein. Es lässt die Menschen gemeinsam weinen, lachen, fühlen, sich begegnen und das tun sie gemeinsam. Ob das in einem Museum ist oder ob das in einer Galerie ist
ob das beim Konzert ist oder ob das in einem Theatersaal ist. Da passiert was gemeinsam und zwar auf ganz, ganz emotionaler Ebene und das geht uns gerade verloren. Und wenn nicht spätestens jetzt jeder verstanden hat, wofür Kunst und Kultur so wichtig sind für unsere Gesellschaft, ja, dann weiß ich auch nicht.